Ja, und damit herzlich willkommen zum allerersten Let's Play hier auf dem Kanal. Wir spielen Firewatch, ein kleines Indie-Game, das es für ca. 15 Euro auf Steam zu erwerben gibt. Es hat eine ziemlich geile Comic-Grafik, wie ich finde. Ich habe es vor längerer Zeit schon mal angespielt, aber es ist wirklich schon lange her. Und ja, entschuldigt die Maus, die hier noch zu sehen ist, die dürfte ich mit der Zeit wegkriegen. Ich nehme hier jetzt gerade mit OBS auf, habe mich jetzt mal ein bisschen reingelesen und ausprobiert und ja, inzwischen funktioniert eigentlich alles soweit, aber ich würde euch natürlich hier nicht weiter zulabern mit irgendeinem Technikkram, der am Ende sowieso keinen interessiert, sondern ich würde sagen, wir beginnen einfach mal direkt ein neues Spiel. Boulder, Colorado, 1975. Du siehst Julia. Sie ist ungefähr in deinem Alter, Ende 20. Sie unterhält sich mit gut gekleideten Professoren und Studenten von der University of Colorado Boulder. Du, Henry, bist mit deinen Kumpels ein Trinken. Du gehst zu ihr. Ja, also wie ihr hier sehen könnt, wir haben jetzt hier die Auswahlmöglichkeit. Das Spiel ist so aufgebaut, dass wir ja im Grunde hier am Anfang Text und Musik haben und ja, wirklich viel Auswahl haben wir natürlich jetzt im Moment noch nicht, aber wir drücken jetzt einfach mal, du gehst zu ihr. Du bist betrunken. So, und wie ihr sehen könnt, wir haben hier die Auswahl, denn unsere Entscheidungen verändern den Spielverlauf. Das kennt man vielleicht schon aus Spielen wie Heavy Rain oder The Last of Us. Und das heißt, wir sollten uns eigentlich gut überlegen, was wir sagen. Wir können uns natürlich die Leute zu Feinden oder Freunden machen, je nachdem. Und ja, also, was ist dein Hauptfach? Ist ein bisschen direkt komisch, wir kennen sie natürlich nicht, deswegen würde ich sagen, wir nehmen einfach mal du. Du siehst gut aus. Du siehst gut aus, antwortet sie unbeeindruckt. Du siehst nicht gut aus. Du hast jetzt schon einen Kater. Was, entgegnest du ihr verwirrt? Du könntest bestimmt einen Cheeseburger vertragen, sagt sie. Sie winkt einen Kellner heran. Eine Woche später seid ihr zusammen. Ja, geht ganz schön schnell. Ich werde euch das Ganze natürlich etwas atmosphärisch vorlesen. Denke ich jetzt einfach mal, dass das das Richtige ist. So, wir sind hier in einem Aufzug. Mit der linken Maustaste können wir den dann auch aufheben. Und wir sind in einer Tiefgarage. Die Musik ist auch ziemlich entspannt, finde ich. Nein. Ist ja mal wieder typisch Menschen. Ich weiß gar nicht, was ist denn das? Sieht aus wie... Hier so mit den Weizen oder was das ist. Wahrscheinlich Bier. Ja, natürlich. Wir sind in einem Spiel, wo man Dinge entdecken muss. Wo man sich gut umschauen sollte. Das heißt, ich bin auch jemand, der hier jedes Eck abläuft. Auch wenn dieses Spiel, es ist Open World, aber es ist doch sehr zielgerichtet. Also, wir haben nicht so viele Möglichkeiten, wir wissen schon so ungefähr, wo wir hin müssen. Ja, deswegen, Ladefläche, Rucksack einladen. Ihr zieht zusammen, in eine Wohnung nahe der Universität mit Blick auf die Berge. Ihr trinkt Bier auf der Dachterrasse. Eigentlich trinkt ihr überall Bier. Das Leben ist schön. Jetzt habe ich gerade was übersprungen. Das tut mir jetzt leid. Julia möchte einen Hund. Da gibt es einen verwahrlosten kleinen Beagle. Julia verliebt sich sofort in ihn. Sie möchte ihn mit in den Unterricht nehmen. Es gibt auch einen bedrohlich wirkenden, aber sanftmütig blinkenden Schäferhund. Wenn Julia diesen Hund ausführen würde, könnte ihr nichts zustoßen. Er ist ein imposantes Tier. Es gibt einen kleinen Beagle oder den Schäferhund. Ich mag ja kleine Hunde nicht so gerne. Die sind mir zu, eigentlich schon fast zu aufgeregt. So ein großer Hund ist natürlich eher der ruhigere, aber er hat schon seinen Grund hier, ne? Er könnte sie natürlich beschützen und wenn das hier schon so ausgeschrieben ist, würde ich doch sagen, wir nehmen auf jeden Fall mal den Schäferhund. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, was ihr genommen hättet.
Mayhem ist ein großartiger Hund. Er tollt gerne mit dir im Park herum und begleitet Julia beim Joggen. Er ist zu groß, um ihn in die Universität zu nehmen, aber Julia liebt ihn dennoch. Mayhem ist ein Freund, ein Kind und ein Haustier in einem. Kinder? Die sind nicht so schlau, jetzt habe ich gerade schon wieder was übersprungen. Verdammt, jetzt habe ich gerade schon wieder was übersprungen. Kinder, die sind nicht sehr schlau oder zu irgendwas Nütze. Ich meine, ob wir welche haben wollen. Ein paar kleine Dummköpfe. Wozu die Eile? Ja, das wäre schön, aber ich bin der Meinung, es ging jetzt alles doch sehr direkt gerade schon. Deswegen machen wir mal eine kleine Bremse. Ihr Blick schweift ab in Richtung der Berge. Uns bleibt ja noch genug Zeit, oder? Dir vielleicht. Mach dir keine Sorgen, beruhigst du sie. Also wir hatten hier gerade schon so eine kleine Anspielung. Tut mir jetzt auch leid, dass ich gerade nochmal was übersprungen habe. Ich habe hier gerade noch Push to Talk drinne, also leider auf die Leertaste, die hier noch ein paar Sachen auslöst. Das muss ich dann jetzt doch noch umändern. Deswegen tut mir das jetzt gerade natürlich sehr leid. Ich werde es auf jeden Fall bis in die nächste Aufnahme ändern. Du sagst, sie habe den Körper einer Erstsemesterin. Das haben meine Eierstücke nicht mitbekommen, tut sie deine Bemerkung mit einem Lachen ab. Eines Tages, in Ordnung? Gut, eines Tages, sagt sie. 6 Monate später hältst du in deinem Sonntagmorgen im Bett um ihre Hand an. Ja gut, warum nicht, ne? So, ja, und ihr seht schon, so sieht der ganze Spaß hier aus. Wir spielen hier auf Ultra. Hier ist unser Van und... Ah, wir haben unseren Rucksack? Ja, wir haben unseren Rucksack schon. Wir müssen uns natürlich, wie gesagt, viel umgucken und haben schon eine Mütze gefunden. Die können wir dann auch mit Rechtsklick anschauen. Ja, ne? Und die ziehen wir natürlich auch gleich auf. Sonst, wie gesagt, es ist sehr zielgestrebig, also man sieht schon, da hinten ist direkt ein Zaun, es gibt hier im Grunde nur einen Weg. Torrefell Trailhead. Ja, ne? Eine Karte. You are in their country, learn to live with bears. Sollte man vermutlich auch, weil wir sind ja in Wyoming, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und in Amerika findet man ja doch sehr viele Bären und sowas. Sowas können wir uns natürlich hier gar nicht vorstellen. Ich denke, da muss man dann als Wanderer doch schon ganz schön aufpassen. Warning. Ja, hier hat man schon. Hikers. Nicht gut für Wanderer. Keine Feuerwerke, ist ja klar, in dem Wald natürlich. Und do not forget to check in. Ja, keine Ahnung, was die jetzt damit meinen. Aber wir laufen jetzt einfach mal hier weiter in den Wald. Ja, wieder übersprungen. Ja, verdammt, tut mir leid. Also, es ist, sie kommt abends zu Hause viel zu spät. Ich hoffe, ich habe euch genug Zeit zum Lesen wenigstens gelassen. Sie kommt nach Hause viel zu spät. Ja, jeder Anfang ist schwer. Trotzdem, das macht das Ganze erst witzig. Sie ist nicht wirklich betrunken, hatte aber offenbar einen schönen Abend. Ihr streitet euch, als sie ins Bett kommt. Du ignorierst sie oder du wirst sauer. Ja, ignorieren ist nie eine gute Entscheidung. Deswegen, ich werde dann mal lieber sauer. Eine andere Wahl haben wir ja nicht. Du bezeichnest sie als rücksichtsloses Arschloch. Leck mich doch, brüllt sie. Stell dich nicht so an. Du bezeichnest sie als egoistisch. Sie weiß, dass du es ernst meinst. Es verletzt ihre Gefühle. 1981. Julia zeichnet immer noch gerne. Sie zeichnet die Pflanzen, die sie erforscht. Sie zeichnet alle Orte, die ihr besucht. Sie zeichnet dich. Du spannst deine Muskeln an wie He-Man. Du tänzt es herum wie ein Victoria's Secret Model. Und wie gesagt, ich habe das Spiel schon mal gespielt. Deswegen, ich weiß, was da jetzt noch kommt. Deswegen nehme ich jetzt, nicht wundern, ich nehme jetzt mal mit Absicht das. Letztes Mal habe ich das andere genommen. Ich nehme jetzt aber mal mit Absicht das hier. Julia hatte recht. Du siehst gut aus. Ja klar, wir sind ja auch Victoria's Secret Model. Da müssen wir natürlich gut aussehen. Und mit einem eleganten Sprung hier in diesen geilen Sonnenuntergang. Ich finde, das sieht ja richtig geil aus, oder? Also so Cartoon ist ja schon hat was, ne? Klar, es ist nicht vergleichbar mit so diese Real-Life-Grafik und das ganze Zeug, aber ich finde, das ist viel schöner so.
Weil das hat so ein bisschen was Märchenhaftes. Hier mit den Vögeln. Feuerwachturm Two Frogs. Noch 13 Kilometer. Ja, und hier müssen wir die Leertaste gedrückt halten, um über den Balken zu kommen. 1982. An Sommerabenden geht ihr gerne mit Mayhem spazieren. In der Stadt ist ein Festival. Es zieht Besucher von überall her an. Einer von ihnen versucht euch mit einem Messer auszurauben. Mayhem läuft weg. Verdammt, der Hund, schreit Julia. Sie ist aufgeregt. Stresssituation stottert sie schnell. Du stellst dich dem Angreifer entgegen. Ja, ne? Er verpasst dir eine Schnittwunde am Arm, aber du prügelst ihn krankenhausreif. Du fühlst dich nicht sonderlich stark. Du holst Rotz und Wasser, bis die Polizei aufkreuzt. Julia schlägt vor, ab jetzt einen anderen Weg zu nehmen. Du stimmst ihr zu. Hier möchtest du auch nicht mehr spazieren gehen. Von da an spaziert ihr am Fluss entlang. Was findet ihr? Ist Gewalt die richtige Lösung für sowas? Bringt Erschrecken was in so einem Moment? Wie würdet ihr mit sowas umgehen? Also gerade wenn euch jemand so entgegenstehen würde, wie würdet ihr da reagieren? Ist es immer so einfach, dann jemandem auch einfach mal hier eins überzubrannten? Ich glaube ja nicht, ne? So, 1984. Eure Arbeit kommt der Nachwuchsplanung in die Quere. Julia wird ein Job in Shale angeboten. Ich hoffe, ich lese es richtig vor. Shale liegt im 3000 Kilometer entfernten Connecticut. Sie wäre dort stellvertretende Fachbereichsleiterin. Sie möchte umziehen. Du auf keinen Fall. Wir sind ein guter Freund. Wir sind einverstanden, wenn sie pendelt. Eigentlich weiß man, wie sowas ausgeht. Nicht gut. Aber man spielt natürlich den Helden, deswegen, und es ist ja immer noch ein Spiel, wir sind einverstanden. Du fragst sie, ob sie pendeln würde. Du möchtest nicht nach Connecticut ziehen. Sie sagt, es würde anstrengend werden. Aber sie würde es tun, wenn du nicht umziehen möchtest. Du sagst ihr, sie solle sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen, wenn es das ist, was sie möchte. Sie nimmt den Job an und fliegt dreimal im Semester zurück nach Boulder. Ja, wieder verpennt, Entschuldigung. Man fand sie weinend im Treppenhaus. Du findest, ihr solltet vielleicht mit jemandem darüber reden. Oder ihr macht Macaroni und versucht es bei einer Flasche Wein zu verdrängen. Sie sollte mit jemandem reden, sind wir ganz ehrlich, weil Alkohol und Verdrängen ist keine Lösung, das wissen wir alle. Nach unzähligen Arztbesuchen und Tests stellt sich heraus, dass Julia unter Demenz im Frühstadium leidet. Sie ist 41. Ihr beschließt, vorerst niemanden davon zu erzählen. So, wir nehmen das Tagebuch. Eigentlich sollte ich jetzt sowas zensieren. Ich gucke jetzt mal weg. Eigentlich müsste ich sowas wahrscheinlich zensieren, aber ja, jetzt wisst ihr, warum ich das vorher gemeint habe. Mayhem wird langsam alt. Er bekommt graue Haare auf dem Rücken und tollt auf eure abendlichen Spaziergänge nicht mehr herum. Ihr geht mit ihm zur Bar, um Freunde zu treffen. Es kommt euch so vor, als hätte sich nichts geändert. Julia kehrt zur Universität zurück. 1987. Julias Zustand verschlimmert sich. Sie kann sich im Unterricht an nichts mehr erinnern. Ihre Forschung liegt in Scherben. Sie fährt ohne Grund mit dem Auto in die nächste Stadt und muss von der Polizei nach Hause gebracht werden. Sie ist am Boden zerstört. Sie wird dauerhaft krankgeschrieben. Du erzählst ihren Eltern von ihrer Krankheit. Ihre Eltern sind niedergeschmettert und fliegen schon bald regelmäßig aus Australien zu ihr. Eine Weile lang besuchen eure Freunde euch und bringen kleine Geschenke zur Aufheiterung mit. Ihr Zustand verschlimmert sich weiter. 1988.
Du verbringst deine Tage damit, dich zu Hause um Julia zu kümmern. Du zählst die Sekunden zwischen den zwei wöchentlichen Besuchen von Julias Pfleger, Daniel. Er meint, Julia sollte woanders wohnen, damit sie rund um die Uhr betreut werden kann, in einem Heim. Der Gedanke beschäftigt dich über die nächsten paar Monate. Du beschließt, dass sie in einer Betreuungseinrichtung besser aufgehoben ist. Du bist fest entschlossen, dich selbst um sie zu kümmern. Ja, wir kümmern uns natürlich selbst um sie. Wenn wir hier schon den Helden spielen, dann machen wir es auch richtig. Es ist natürlich schwer, sowas im echten Leben. Und es ist eine schwere Situation, vor allem auch in dem Alter natürlich. Aber wir laufen jetzt einfach mal weiter den schönen Wald entlang. Denn, so wie es aussieht, spielen wir hier vermutlich danach. Und versuchen hier ein wenig unsere Sorgen im Wald zu vergessen. Spazieren gehen ist natürlich immer die richtige Lösung. Also, wir sind natürlich sehr angewiesen auf sie. Wenn sie sich schlafen legt, bleibst du noch ein paar Stunden wach. Du trinkst auf der Dachterrasse. Im Sommer schaust du Baseball, im Winter Basketball. Auch dabei trinkst du. Du verlässt nun öfters das Haus, nachdem du sie ins Bett gebracht hast. Beim ersten Mal machst du dir Sorgen, sie könnte aufstehen und herumlaufen, während du weg bist. Du stellst einen Stuhl vor die Schlafzimmertür oder du vertraust darauf, dass sie tief und fest schläft. Sie macht ja doch abends Dinge oder fährt einfach weg, aber wir haben es immer noch bei dem Vertrauen. Wir nehmen jetzt dieses Mal einfach, dass du vertraust darauf. Du gehst immer wieder in dieselbe Bar am langweiligen Ende der Pearl Street. Es ist nett dort. Nach und nach vertraust du dich der Barkeeperin Shayla an. Es hilft dir, alles zu verarbeiten. Du kommst mehrmals pro Woche erst um 1 Uhr nach Hause. Du freust dich auf diese Abende. Es ist gut, mit einer anderen Frau da so ein bisschen abzulenken? Ich glaube ja nicht. 1989. Eines Abends gerätst du in eine Alkoholkontrolle. Du hast über 1 Promille und verbringst die Nacht auf der Polizeistation. Du überlegst, es zu verheimlichen, erzählst es dann aber deiner Schwägerin Susan. Julias Eltern nehmen den nächsten Flug von Australien. Der Zustand eures Hauses macht sie fassungslos. Sie teilte dir mit, dass Julia ab sofort bei ihnen wohnen wird. Du widersprichst nicht, du willst sie bald besuchen. Ein paar Wochen vergehen. Der Sommer steht bevor. Du siehst eine Stellenanzeige in der Zeitung. Du nimmst den Job an. Ja, und genau damit beginnt das Spiel erst richtig. Das war im Grunde jetzt sozusagen nur das Intro. Es wird auch weiterhin nicht mehr so aussehen. Wir haben diesen Job jetzt angenommen. Wir haben quasi 2 Parallelgeschichten gespielt und sind jetzt hier an unserem Feuerwachturm. Deswegen natürlich auch Firewatch. Und ja, wir haben die Jobstelle natürlich angenommen. Wie es aber weitergeht, seht ihr erst in der nächsten Folge. Deswegen mache ich hier einen kleinen Schnitt. Checkt nochmal das mit den Einstellungen, vor allem mit der Leertaste. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch bisher gefallen. Und ihr könnt jetzt gerne auch mal schon mal in die Kommentare schreiben. Das kann ich natürlich jetzt noch nicht direkt umsetzen. Aber später dann, bei weiteren Aufnahmesessions, kann ich das dann umsetzen. Schreibt doch gerne mal also in die Kommentare, was ihr so denkt, was ich besser machen kann. Oder natürlich auch von den Einstellungen, was Ton angeht, Musiklautstärke, Spiellautstärke, alles drum und dran. Da wird natürlich noch viel kommen und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns jetzt in der nächsten Aufnahme. Macht's gut, bis dahin und ciao.